Ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Und zwar habe ich heute eine Verlosung für euch. Wir haben die 700 Abonnentenmarke geknackt. Leute, das ist der Hammer. Das ist der schiere Wahnsinn. Ich hätte es nie gedacht. Ich weiß, das sagt man immer, aber es ist auch wirklich so. Man denkt nicht, dass es so funktioniert. Und ich freue mich mega, mega, mega. Ich möchte euch gerne eine Verlosung zukommen lassen. Und zwar wird es dieses Mal zwei Gewinner geben, weil ich habe zwei Sachen gemacht. Ich werde dann immer noch ein paar Kleinigkeiten mit dazu reinlegen. Was das allerdings ist, werde ich euch nicht sagen. Es werden Bastelmaterialien sein und es werden ein, zwei selbstgemachte Sachen noch sein. Ich möchte aber, dass ihr auch ein bisschen eine Überraschung habt. Und deswegen werde ich euch nicht alles zeigen. Es gibt, wie gesagt, zwei Preise zu gewinnen. Und ihr müsst nicht arg viel mehr machen. Ihr müsst, ihr habt nur zwei Bedingungen oder ja, zwei, drei. Wie immer, solltet ihr Kanal meines Abonnents sein. Solltet ihr Abonnent meines Kanals sein. Ich bin ganz aufgeregt. Oh mein Gott, was habe ich denn gerade gesagt? Auf jeden Fall, es sollte an meine Community gehen, an meine Abonnenten. Und deswegen solltet ihr ein sichtbarer Abonnent meines Kanals sein. Das sage ich immer dazu. Das ist einfach so. Das wird sich auch nicht ändern, weil ja, ich nicht möchte, dass es irgendjemand bekommt, sondern ich möchte, dass es jemand von euch bekommt, der auch immer meine Videos schaut und der auch kommentiert und der einfach auch immer dabei ist. Und das freut mich halt unglaublich. Und ja, deswegen solltet ihr das haben. Dann solltet ihr, wenn möglich, in Deutschland wohnen. Also ich werde jetzt Österreich nicht ausschließen, weil ich habe auch Abonnenten aus Österreich, die dürfen auch mitmachen. Allerdings werde ich jetzt nicht nach Kroatien oder nach Timbuktu verschicken. Also das sollte man einfach ein bisschen berücksichtigen. Und ich denke, das ist auch für jeden verständlich, dass ich da nicht überall hinschicken kann, weil das ja auch einfach eine Kostenfrage ist. Also wie gesagt, ich sage jetzt mal Deutschland und Österreich, das ist in Ordnung. Wenn jemand noch aus der Schweiz zuschaut, dann ist das für mich auch noch in Ordnung. So, ich sage jetzt mal unser Dreiländereck, aber dann war es das auch schon. Dann solltet ihr mir bitte einen netten Kommentar da lassen. Und solltet mir auch dazu sagen, möchtet ihr Preis Nummer 1 oder Preis Nummer 2 gewinnen, weil ich werde zwei Häufchen machen und werde dann aus dem, was jemand rausziehen, weil ich es nicht so besonders cool finde. Oder ja, was heißt besonders cool? Ich finde es einfach nicht so dolle, wenn jemand sagt, ach, ich hätte gern das gewonnen und dann ziehe ich den aber fürs andere. Deswegen mache ich zwei Häufchen. Ihr könnt einmal für Häufchen Nummer 1 oder Nummer 2. Das könnt ihr dann euch, ich werde es dann noch in die Infobox setzen, wie ich mir das vorstelle. Und dann, ja, kommentiert ihr einfach, lasst mir einen netten Kommentar da, gebt mir vielleicht einen Daumen nach oben und freut euch mit mir. Und dann werde ich euch was zukommen lassen. Das Gewinnspiel heute ist Sonntag, das werde ich jetzt gleich hochladen. Das Gewinnspiel, das läuft bis Mittwoch. Nee, Mittwoch ist ein bisschen kurz. Machen wir mal Freitag, Freitagabend, nächste Woche. Das werde ich euch alles in die Infobox setzen, könnt ihr kommentieren und dann habe ich am Samstag frei und da habe ich nämlich Zeit, euch auszulosen. Genau so machen wir es. Jetzt zeige ich euch aber, was ihr gewinnen könnt. Also, ihr könnt natürlich einmal gewinnen. Das haben viele vielleicht schon gedacht. Ups. Ihr könnt einmal dieses Album gewinnen, das wir zusammen gestaltet haben. Das ist dieses Summer-Album Hello Friend, nenne ich es jetzt einfach mal. Das ist dann quasi, so werde ich das auch in die Infobox setzen. Das ist das Sommeralbum in Blau. Das haben wir zusammen gemacht. Die Videos, die kann ich unten in die Infobox setzen. Dann könnt ihr euch die nochmal anschauen. Und dann habe ich genau das gleiche nochmal gemacht, speziell für diese Verlosung, wirklich genau vom Ablauf her genau gleich. Und zwar habe ich das in ja, rosa gemacht. Ich sage jetzt mal rosa. Es ist nicht ganz hundertprozentig rosa. Es ist mehr so ja, Aprikot, Creme, Goldtöne gehalten. Und ist aber vom Prinzip ist genau das gleiche. Und die zwei Schätzchen, die möchte ich euch gerne verlosen. Ich habe den Seitenaufbau
komplett gleich gemacht. Da gibt es also dann keine Ärger und keine Probleme. Und von dem her könnt ihr wählen zwischen: Ich möchte bitte gerne in die Verlosung zum Sommeralbum Blau oder ich möchte gerne in die Verlosung zum Sommeralbum, ich nenne es jetzt mal Apricot. Rosa ist es nicht, es ist eher Apricot. Ja, das sind die zwei Schätzchen, die ich euch gerne zukommen lassen würde, einem von euch dann. Und es werden noch ein paar Sachen dazukommen. Wie gesagt, ich habe in letzter Zeit ziemlich viele von diesen Lesezeichen gemacht. Ich denke, da werde ich noch welche mit dazulegen. Und dann werden noch ein paar Kleinigkeiten mit dazukommen, ein paar Goodies. Und wie gesagt, das ist eine Überraschung. Ich werde euch das Paket dann schön zusammenpacken. Und dann freue ich mich riesig. Ich weiß, ich habe die 600-Abonnenten-Verlosung ausfallen lassen, aber das ging so schnell und ich habe echt auch dann wirklich keine Zeit gehabt. Also ich hoffe, ihr seht mir das nach. Ich weiß, ich habe gesagt, für jede 100 Abonnenten mache ich eine Verlosung, aber deswegen gibt es jetzt bei 700 Abonnenten auch zwei Preise. Das ist dann einfach quasi zwei Verlosungen in einer. So kann man es ungefähr dann sagen. Wie gesagt, ihr könnt euch das Video könnt ihr euch gerne nochmal anschauen. Dann wisst ihr, was auf euch zukommt. Dann seht ihr ungefähr, wie das hier dann auch aufgebaut sein wird. Und ich denke, das sind zwei ganz nette Preise. Ich werde immer etwas Selbstgemachtes verlosen, grundsätzlich. Ich werde immer noch ein paar Extras mit dazu einpacken. Das ist ganz normal. Das könnt ihr auch bei den anderen sehen, die, wenn sie einen Videokanal haben, das hochgeladen haben, dass immer noch ein bisschen was extra mit dazu kommt. Aber ich werde grundsätzlich nur Selbstgemachtes verschenken, weil Bastelsachen könnt ihr euch selber kaufen. Und ich denke, selbstgemachte Sachen ist einfach doch nochmal ein Ticken was anderes. Das könnt ihr füllen mit euren Urlaubserinnerungen, mit euren Sommerbildern, Baggerseebildern, Freibadbildern, wie ihr möchtet. Und ich freue mich auf jeden Fall riesig, riesig, riesig. Und ich möchte euch ein riesig großes Dankeschön sagen, dass ihr so eine tolle Truppe seid da draußen. Ihr habt ganz selten Kritik an mir, was ich unglaublich finde. Ich bin auch offen für jegliche Kritik oder für jegliche Verbesserungsvorschläge, weil auch ich lerne immer noch ein bisschen was dazu und ich freue mich auf jeden Fall riesig, dass ihr immer ja, zuschaut, dass es euch auch interessiert, wenn ich euch mal eine Anleitung gebe, dass ihr das dann auch schaut und kommentiert. Das freut mich echt mega, das hätte ich nicht gedacht, weil ich denke, ich für mich nicht unbedingt der Erklärbär bin und mir das manchmal auch ein bisschen schwer fällt, euch das so zu erklären, wie ich das in meinem Hirn meine. Aber ja, ich bin da kein so ein Profi und trotz allem schaut ihr das und kommentiert das und freut euch mit mir und das ist, finde ich, mega toll. Da möchte ich ein richtig fettes Danke loswerden. Und ja, mein Danke liegt hier vor euch. Ich möchte zwei von euch glücklich machen. Ich hoffe, ihr versteht, dass ich nicht jedem was geben kann. Und ja, ich werde jetzt das Video hochladen. Ich werde euch alle Infos nochmal in die Infobox setzen. Und dann wünsche ich euch allen viel, viel Glück. Und am Samstag werde ich dann auslosen. Bis dahin. Tschüss.